und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe heute ein Haul-Video für euch. Ich habe was bestellt bei Kiko, bei Douglas, bei Rossmann. Genau, ich hoffe natürlich, wie immer als erstes, dass es euch allen gut geht. Und falls es nicht so sein sollte, schicke ich euch ganz viel Liebe und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Und ich lege auch einfach mal direkt los. Ich führe das ja immer noch so weiter. Übrigens, abonniert sehr gerne meinen Kanal, um keine weiteren Videos dieser Art mehr zu verpassen. Limited Edition News, Hauls, Testvideos, Videos zu meiner Sammlung. Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr gekommen seid, um zu bleiben. Ihr habt euch ja letztes Jahr gewünscht, dass ich halt öfters solche kleinen Hauls mache, statt diese ganz, ganz großen Hauls, die ich so alle 1,5 Monate mal gemacht habe. Und dabei bin ich bisher geblieben. Ihr freut euch immer sehr. Das freut mich natürlich wiederum sehr. Und zu diesem Look hier gibt es übrigens auch ein Video. Das ist das Testvideo zu der Cosmos Love Limited Edition von Reval de Loop. Also, falls ihr euch dafür interessiert, schaut sehr gerne dort vorbei. Und wir starten auch direkt. Ich habe auch ein paar Sachen gekauft, die ich verschenken möchte. Die habe ich jetzt erstmal... Ich habe erst überlegt, ob ich sie euch zeigen möchte, weil halt echt coole Sachen dabei sind. Aber ich bin mir immer nicht sicher, wer genau dann hier alles so zuschaut. Und dann, ja, ist das immer ein bisschen blöd. Ich starte aber mit Dresdner Essence. Ich habe einen Badeschaum hier gefunden. Das habe ich bei Douglas bestellt. Gibt es aber, glaube ich, bestimmt auch irgendwo überall in der Drogerie. Das ist Sunny Smile Badeschaum. Fruchtig belebend mit Orange und Kumquat. Und das riecht richtig, richtig gut. Also ich habe das schon, ich habe 2 davon gekauft. Und habe dann halt 1 davon schon benutzt. Und das ist wirklich so richtig so ein belebender Duft. Fand ich richtig schön. Macht das Packaging auch. Ist von Dresdner Essence. Dann habe ich von Kneipp noch Badekristalle gekauft. Badekristalle Danke. Sonnenblume und Palmarosa. Von mir für dich steht noch drauf. Mit diesem super süßen kleinen Waschbär hier mit der Sonnenblume in der Hand. Fand ich auch sehr süß. Badekristalle gehen auch einfach immer. Und dann habe ich hier noch von It's Skin eine rose Tuchmaske. Rose ist ja nicht so mein Ding. Deswegen ist die hier auch nicht für mich. Genau, ja. Habe ich gekauft, weil ich an die Person denken musste, die das hier bekommen wird. Und finde ich sehr schön. Es ist ja Korean Skincare. Und ich mag Korean Skincare Tuchmasken. Ich habe mir auch eine Maske bestellt, aber bei Kiko. Ich habe bei Kiko bestellt... Als es da jetzt so diesen Sale gab, ich glaube, den gibt es jetzt gar nicht mehr, wenn ihr dieses Video hier seht. Aber es war immer noch einiges recht teuer. Man konnte aber sehr schön Schnäppchen machen. Und ich habe zum Beispiel mir halt jetzt noch diese Maske hier bestellt. Das ist die Soothing Face Mask mit Kamille. Und ich mag Kamille-Produkte sehr gerne. Kamille ist immer gut. Und Kamille sieht halt immer so ein bisschen aus wie so Gänseblümchen. Deswegen mag ich Kamille auch sehr gerne. Und das ist eine zweiteilige Maske. Das heißt, einmal halt so einen unteren Teil und einen oberen Teil. Finde ich ganz interessant, weil das habe ich so ja immer nicht. Und da freue ich mich drauf. Masken kann man eigentlich nie verkehrt machen. Und bei Kiko habe ich mir dann auch noch aus der The Little Mermaid Limited Edition, da gab es ja wirklich auch einige Produkte, habe ich mir das hier gekauft. Das sieht so hübsch aus. Und ich werde auch das Packaging behalten und mir das so hinstellen, weil ich es einfach mega, mega hübsch finde. Und das sind diese Refreshing Globes. Die wollte ich nämlich unbedingt noch für meine Skincare-Routine haben. Ich stehe ja jeden Morgen eine halbe Stunde auf, bevor ich eigentlich aufstehen müsste. Und diese halbe Stunde schenke ich mir halt jeden Tag für das, was ich in dem Moment machen möchte. Also vielleicht möchte ich mich ein bisschen stretchen, vielleicht möchte ich ein bisschen Hörbuch hören, vielleicht möchte ich mein Massagegerät irgendwie benutzen oder Skincare machen, vielleicht... Weiß ich nicht, irgendwie noch liegen, ein bisschen Musik hören, bewusst liegen, bewusst wach werden. Das ist hier einmal das. Und oh, ich finde, es sieht natürlich so, so hübsch aus, ne, mit diesen Muscheln da drin und dem Glitzer. Und falls ihr das nicht kennt, das ist so ein Tool, was man eben benutzen kann, um sein Gesicht zu massieren, um sein Serum einzuarbeiten. Und ich liebe ja Skincare, also falls ihr mir jetzt noch nicht so lange folgt, ich nehme mir sehr, sehr viel Zeit für meine Skincare, sowohl morgens als auch abends. Es ist mir einfach total wichtig. Natürlich habe ich Routinen. Morgens geht es meistens ein bisschen schneller als abends, aber ich nehme mir abends echt Zeit für mich und meine Skincare mit Peelings und Seren und mehreren Seren auch und die einzuarbeiten. Das ist einfach für mich Selbstliebe.
mir diese Zeit zu nehmen, statt irgendwo durchs Handy zu scrollen oder so. Und dafür wollte ich gerne sowas noch haben. Ich habe auch so ein Gua Cha, aber das ist nochmal ein bisschen was anderes. Gerade auch so Gua Cha kann man halt schön auch die Muskulatur entspannen, ne? Auch so am Hals entlang und so. Und das ist wirklich so richtig schön kühlend. Kann man auch im Kühlschrank legen vorher, um so ein Serum einzuarbeiten. Und dann habe ich noch bei Rossmann bestellt. Und bin nicht ganz auf die Kosten gekommen, dass ich es mir in die Filiale liefern lassen konnte. Und habe deswegen einfach nochmal die Hydrogel Eye Patches mitbestellt. Die mag ich auch sehr gerne. Das sind einfach mal die normalen hier mit Hyaluron und Aloe Vera. Diese habe ich hier zweimal. Und dann habe ich die mit Koffein und Wassermelonextrakt auch nochmal mitbestellt. Die mochte ich nämlich auch sehr. Also gefällt mir gut. Kann ich auch empfehlen. Das sind jetzt nicht... Also die sind leider nicht so rutschfest, deswegen ist es immer ein bisschen blöd. Also ich kann damit jetzt keinen Haushalt machen. Meine Dalton-Augenpads zum Beispiel, wenn ich die benutze, kann ich halt auch im Haushalt nebenbei was machen. Wenn ich die einfach nur so aufgeben möchte und danach frisch aussehen möchte. Die sind halt mehr so für mich so wirklich so zum Hinsetzen und entspannt. So, ne? Aber das ist ja auch gut. Dann habe ich mir noch bestellt bei Rossmann die Seife hier. Die kam, glaube ich, mal vom Trendturm. Ich bin auch ganz gespannt, was auf dem neuen Isana Trendturm zu finden sein wird. Müsste jetzt ja bald wieder was kommen, so in 3-4 Wochen wahrscheinlich, denke ich mal. Das war nämlich auch eine Limited Edition Scent of Harmony Cremeseife mit verwöhnendem floralem Duft. Leider kam das hier an und war offen. Hier ist es hier so ausgelaufen gewesen und ich musste dann erstmal meinen ganzen Karton von innen reinigen. Da waren nämlich noch andere Produkte drin. Und zwar hat sich da nämlich noch eine Limited Edition drin befunden, und zwar die Cosmos Love Limited Edition. Ich hatte die online bestellt. Ich bestelle oft die LEs online, weil er immer zu mir sagt, bei dir steht immer alles sofort. Nein, ich schaue einfach nur regelmäßig, ob es die Sachen online gibt und bestelle sie dann auch, damit ich sicher sein kann, dass ich halt Dinge auch bekomme, wenn ich sie haben möchte. Das ist einmal die Palette. Die sieht so aus. Sehr, sehr schön cool toned. Und dann habe ich aus der LE noch den Blush Stick, den Eyeliner und auch noch den Eye Luminizer gekauft. Der sieht so aus. Und wie gesagt, ich habe dazu ein ganzes Video gemacht. Schaut einfach vorbei, falls ihr euch explizit für die Produkte interessiert, mehr dazu sehen wollt, Swatches sehen wollt, Looks sehen wollt, Feedback zu dem Produkt und so weiter. Das ist ja jetzt wirklich nur so, ne? Was habe ich mir gekauft? Dann habe ich bei Kiko mir noch aus der Charming Escape Limited Edition. Ich habe einen Highlighter und einen Blush aus dieser LE, die ich vor 2 Jahren zum Geburtstag geschenkt bekommen habe von meiner Freundin Claudie. Und ich habe jetzt gesehen, dass halt auch der Lippenstift aus der Limited Edition reduziert war. Ich habe nur noch 3 Euro für den bezahlt und der hat so ein schönes Packaging. Einfach ein Traum. Leider war es so, ich habe übrigens die Farbe 02, der kam an und hatte oben schon so eine fehlende Stiftspitze vom Lippenstift, weil die halt einfach hier drin ist. Es hatte sich nämlich der Lippenstift gelöst, also das ganze Produkt, und ist im Deckel drin gewesen. Und der Transport war jetzt auch nicht so krass. Also es war wirklich einfach nur im Karton drin. Und ich war sehr verwundert, dass es überhaupt alles heile angekommen ist. Weil auch, wie gesagt, ich habe auch andere Sachen bestellt. Und ja, hier ist so ein schönes Blumenmuster eingeprägt. Und die Farbe ist halt super cool, ne? Also es ist so ein richtig krasses, helles Nude. Riecht ein bisschen nach... einfach so parfümiert. Ich hoffe, das bleibt nicht so auf den Lippen, aber ich weiß es nicht. Und es ist halt ein matter Lippenstift. Ja, aber ich habe mich schon geärgert, dass er halt irgendwie erstmal von mir wieder so zusammengebaut werden musste. Ich habe noch einen anderen bestellt, den ich halt verschenken will, und ich traue mich halt gar nicht, den zu öffnen. Deswegen lasse ich ihn so und hoffe einfach, dass es dem gut geht. Dann habe ich von Isana Man noch etwas gekauft für meinen Mann. Und zwar, weil ich das gesehen hatte, dass es eins von den 5-Sterne-Produkten auch ist bei Rossmann. Isana Man 5-in-1 Duschgel Frozen Forest mit Thymian-Extrakt. Das ist auch eine limitierte Edition. So sieht das aus. Und er hat nämlich seins bald aufgebraucht. Das riecht gut. Kräuterig, schön kräuterig. Aber eher so auf so süße oder zitrische Düfte, was ich jetzt so für mich ja immer irgendwo stehen habe,
ob er darauf Lust hat, das zu benutzen oder ob er eben sowas Herberes, Kräutigeres oder sowas benutzen möchte. Deswegen habe ich das jetzt nochmal nachgekaut. Er kauft sich sowas immer nicht selber. Es ist einfach irgendwann einfach, steht es einfach da und er benutzt es. Ja, weil ich natürlich dann dafür sorge, dass er seinen Nachschub hat. Dann habe ich aus der Catrice Heart Affair Limited Edition den Highlighter mitgenommen. Ich fand ihn sehr schön. Er ist noch zugeklebt, weil ich jetzt gleich im Anschluss das Video dazu drehen möchte. Ich finde ihn sehr, sehr hübsch und ja, dementsprechend, wenn das Video hier online kommt, ist das Video hierzu auch online. Falls ihr euch dafür interessiert, schaut auch vorbei. Das war auch der letzte, den ich auf dem vom Aufsteller rausgenommen habe, weil ja, das super schnell vergriffen war. Dann habe ich aus der LE mir auch einen von den Liquid Lipsticks mitgenommen. Und zwar das wunderschöne Pink. Das ist die Farbe 1003 Taken. Und ja, gefällt mir gut. Es gab halt alles so, ne? Pink-Rot war so natürlich das Thema der LE. Und es durfte auch noch mit einer von den Liquid Blushern, beziehungsweise ist ja so ein Stamping Blush. Stempelkissen und das Produkt ist unten auch in so einem Kissen eingelassen und dann kann man es aufgeben. Ich bin schon ganz gespannt. Es gab eben die dunklere Farbe und es gab so die hellere, rosa, stichigere Farbe und ja, es war nur noch der hier da. Deswegen habe ich den mitgenommen, wäre aber eh mein Favorit gewesen. Das war die 02. Genau, Show Me Love. Und dann habe ich hier noch was? Ja, ich habe... Habe ich hier noch was? Ja, habe ich. Ich war dann noch im Rossmann drin bei mir. Ich habe die hier nämlich im Aufsteller bei meinem Rossmann selbst gekauft. Dann habe ich eine neue Zahnpasta gekauft. Und zwar bei Rossmann habe ich diese hier gekauft. Das ist jetzt nur die Umverpackung, die steht schon drüben. Das ist die Elmex Sensitive Professional Zahnpasta mit Proagin und Zinkphosphat. Und die soll halt für aktive Schmerzlinderungen bei Zähnen sein. Ich habe an sich halt keine empfindlichen Zähne. Und ich habe auch ansonsten, ich habe sehr, sehr gute Zähne. Nur habe ich halt durch verschiedene Dinge Probleme, dass ich mittlerweile halt zu sensiblen Zahnhälsen und sowas auch neige. Und ja, deswegen habe ich das jetzt hier mal ausprobiert und das ist so krass. Es steht nämlich drauf für sofortige Schmerzlinderung und ich war wirklich, also ich war so positiv überrascht. Ich habe das halt direkt benutzt dann auch. Und ich habe sofort gemerkt, dass es alles besser geworden ist. Und die ist, glaube ich, echt teuer. 5, 6 Euro kostet die. Und ich hatte so Zweifel, ob das jetzt wohl so sinnvoll ist. Weil ich hatte schon früher mehrere so medizinische Zahnpastas ausprobiert. Und bei manchen war ich sehr zufrieden, manchen nicht so. Und ich habe jetzt explizit für Schmerzlinderung geschaut. Und mega. Mega, mega. Und ich bin bei Zahnpasta halt echt kritisch. Und dann habe ich mir noch was für die Nägel nachgekauft. Also ich habe ja aktuell immer wieder meine Manico Nagelfolien drauf, UV-Nagelfolien, weil das einfach ja gut in meinen Alltag passt. Die halten viel aus. Ich muss mich da nicht wirklich viel drum kümmern. Also nur, wenn ich sie halt wechseln möchte, sind super schön für die Nägel. Aber ich dachte mir, als ich an der Revalos Mythic vorbeigegangen bin, dass dieser Nagellack mir bisher nicht aufgefallen ist. Der ist so blau, lila, hellblau. Ich weiß nicht, wie gut ihr das auch sehen könnt. Es ist so, so schön. Gefällt mir sehr gut. Aus den HD Gels On The Go 45 Sekunden Lacken von der Reihe. Und ich finde die Reihe mega. Die Farbe Indian Feeling ist mein Favorit. Aber das fand ich jetzt so cool, dass ich den unbedingt auch mitnehmen musste. Und ich habe mir dann noch einmal einen neuen Topcoat mitgenommen von Essence, den Extreme Gel Look Topcoat. Absoluter Favorit, seitdem es den gibt. Der ist immer wieder umverpackt worden, sieht immer wieder anders aus. Und ich habe den, glaube ich, 2013 oder 2014 das erste Mal gekauft in der ganz ursprünglichen Packung. Finde ich einfach toll. Kann ich sehr empfehlen. Richtig, richtig toller Gel-Look macht das Ganze dann. Und ja, ich dachte mir, falls ich demnächst dann einfach mal keine Lust mehr habe und wieder Lust habe, meine Nägel zu lackieren, habe ich einfach schon so eine wunderschöne Farbe zu Hause, auf die ich mich freuen kann. Kann ich sehr empfehlen. Dann habe ich auf Amazon gekauft, aus dem neuen Essence-Sortiment. Beziehungsweise, es gehört nicht zum neuen Essence-Sortiment, aber es ist irgendwie jetzt zeitgleich mit dem neuen Essence-Sortiment verfügbar irgendwie für Deutschland. Ich habe es auf jeden Fall auf Amazon entdeckt. Mir wurde aber geschrieben, dass es das schon seit letztem Jahr Oktober oder November auf Amazon gibt. Aber ich habe es jetzt erst entdeckt und deswegen ist es irgendwie für mich neu. Und es ist die Welcome to Sin City Palette. Es sind nur Schimmertöne enthalten. So sieht sie aus. Und ja, hiermit werdet ihr auch wahrscheinlich schon einen Look gesehen haben.
Vielleicht kommt auch noch einer. Haltet einfach die Augen offen, abonniert den Kanal, um keine weiteren Videos zu verpassen. Ja, diese Palette gehört auf jeden Fall zu der Städtepalette-Reihe von Essence. Dann habe ich hier noch Lieblingsmensch von Kneipp. Wieder Badekristalle. Ich liebe Badekristalle. Das ist mit Hibiskus und Feige. Ich bin so gespannt. Ich liebe ja alles, was so nach Feige und so riecht, ne? Ganz, ganz toll. Ich glaube, ich werde die auch heute Abend direkt nutzen. Freue ich mich mega drauf. Die habe ich gekauft bei Rossmann. Da hatten die so einen Ausverkauf. Oder nicht ausverkauft, aber es waren so ganz viele Winterbadesachen irgendwie reduziert. Dann habe ich noch die Just You and Me Limited Edition von Riva Loves Me gekauft. Einmal den Blusher hier, der sieht so aus. Dann den wunderschönen Lipgloss, der genau wie das von Catrice auch so eine Herzchenform hat, ne? Sehr schön, so ein Liptopper ist das. Ich habe den Pinsel aus der Limited Edition gekauft, der ebenfalls aussieht wie ein Herzchen. Und auch die Lidschattenpalette. Die sieht von innen so aus. Ich habe euch alles in dem Video dazu geswatcht. Das ist auch schon lange online, also schaut dann da einfach, falls ihr die LE gekauft habt, ein bisschen Inspiration braucht. Und den Crystal Eyeshadow Topper. Den habe ich natürlich auch mitgenommen. Auch sehr, sehr schönes Produkt. Funkel, funkel, funkel. Genau, aber wie gesagt, dazu auch, ne? Ganzes Video ist schon da. Außerdem habe ich mir, das war gestern, habe ich mir diese Sheet Mask hier von Selfie Project mitgenommen. Ich dachte, also ich hatte im Kopf, dass es bisher nur diese Creme- und Glitzermasken von Selfie Project gab. Und ich fand es so lustig, weil so ein kleines Alpaka da drauf abgebildet ist. Lovely Alpaka. Und das ist eine Tuchmaske nämlich. Und das soll mit Baumwolle sein. Mhm. Fand ich interessant. Dachte, ich probiere ich mal aus. Ich probiere gerne neue Tuchmasken aus. Und dann habe ich mir aus der Love, Luck and Dragons Limited Edition, die habe ich euch neulich ja schon mal gezeigt, da hatte ich die ganze LE bei Douglas entdeckt und bestellt und hatte mir dann aber im Laden nochmal das mitgenommen. Das ist einmal diese kleine Lippenstift-Tasche hier, die man eben als Anhänger an seine Tasche packen kann und ich finde es super praktisch. Ich werde ja dieses Jahr das erste Mal wieder seit 2019 verreisen, so richtig, und freue mich. Ja, freue mich richtig doll da drauf. Und das hier wird mich auf jeden Fall begleiten. Man hat halt diesen kleinen Drachen hier noch. Und da passen natürlich nicht nur die Essence Lippenstifte rein. Ich habe mir auch aus der LE den zweiten Lippenstift noch gekauft. Bei Douglas damals gab es nur den roten. Ist nicht so mein Ding gewesen, leider. Und ich habe mir jetzt nochmal den pinken mitgenommen. Das ist halt eher mein Ding, ne? Mit diesem schön eingeprägten Drachen, der da auch drauf ist. Ich finde es wunderschön. Ich mag die LE gerne. Ich mag die Lippenstifte von Essence gerne. Und da passt aber auch MAC oder alles Mögliche rein. Also ich hatte jetzt noch keinen, der da jetzt nicht reingepasst hat. Von meinen, die ich jetzt sonst aber immer mit mir rumtrage. Und dann habe ich aus der Chili Vanilli Limited Edition, die es ja Ende Dezember gab, im Ausverkauf, noch einen weiteren von den Liquid Eyeshadows gekauft. Ich hatte ja die eine Farbe für das Video damals gekauft und dann habe ich jetzt die andere auch nochmal gekauft, weil mir das so gut gefallen hat. So tolle Liquid Eyeshadows. Habe ich eben gerade Liquid Lipstick gesagt? Liquid Eyeshadows auf jeden Fall. Und die trocknen so toll runter und da verrutscht nicht. Das ist bombenfest. Ich finde es so toll. Und kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ich glaube, man bekommt die nirgendwo mehr. Aber falls ihr ihn gekauft habt, kleiner Reminder, benutzt ihn doch mal wieder. Und außerdem aus dem neuen Essence-Sortiment, dieses Mal aber wirklich, konnte man in so einem kleinen Aufsteller schon dieses Produkt hier bekommen. Das ist das Brow Lifting Gel Set Extreme Hold Transparent, ne? Und da hat man eben auch dieses kleine Bürstchen hier dabei und man braucht kein Wasser dafür. Also man kann das so benutzen. Ich dachte, das wäre so wieder mit Wasser aktivierend. Ja. Das werde ich mir dann aufheben und werde das mit euch zusammen im Essence-Video testen vom neuen Sortiment. Ich hoffe jetzt natürlich, dass das Video unterhaltsam für euch war, dass ihr gleich die Welt mit mir... Nee, dass ihr was? Ich hoffe, dass ihr die Welt kurz mit mir ausschalten konntet für einen kleinen Moment. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!